Ja, hallo YouTube-Chart-Capture, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute ist wieder mit dabei der gute alte Brox und leider auch SU. Und ihr. Was geht? Ich schrei nicht dazwischen. Schade, schade, dass die dazwischen schreien, Leute. Ich wollte die eigentlich gar nicht erst reden lassen. Heute, ihr wolltet es unbedingt haben. Ich habe mich lange vorgedrückt, Leute. Wir bauen heute das Schwierigste in Trailmakers, was überhaupt. Und zwar einen Helikopter. Oh yeah. Oh, das hört sich doch geil an. Der Gewinner. Wer den besten Helikopter baut, wird 500 Euro bekommen. Wir haben 20 Minuten Zeit. Ich würde sagen, Abfahrt. Let's go! Ey, Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Helikopter bauen soll. Also das ist ja wirklich schon wieder komplette Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Wir werden jetzt erstmal hier so ein Cockpit nehmen, oder? Geht auch Fahrersitz? Warte mal kurz, ich will mal kurz das Ding hier ranbauen. So einen normalen Sitz haben wir jetzt hier, so einen normalen Autositz. Und da gibt es jetzt hier nämlich den Helikoptermotor. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal einen Propeller und ich mache einfach mal zwei Propeller. Ich kann die doch verbinden hier, babamäßig. Zack. So, und das soll jetzt fliegen. Was ist das? Geil, ich glaube, damit werde ich definitiv gewinnen. Das alles wird gelöscht, Leute. Ich glaube, wir müssen wirklich hier vielleicht so einen Operator-Sitz nehmen. Und da baue ich dann einfach das ran. Und hier so. Ich muss erstmal das Prinzip verstehen. Wisst ihr, Leute, wie das Ding überhaupt läuft? Testen wir das Ganze jetzt nochmal. Leute! Leute! Ich habe keine Ahnung, was ich da gebaut habe. Aber guckt euch das Ganze mal an. Ich fliege! Was ist das? Ey, das ist ja voll geil. Guckt euch das an. Au, oh, ich stürze ab. Oh, scheiße. Ja, aber so funktioniert ein Helikopter. Also das ist eigentlich schon ganz... So, hier, guck mal, so. Ja, ey, das läuft. Guck mal! Oh! Gut, ich müsste vielleicht noch ein besserer Pilot werden. Ey, ich weiß auch gar nicht, wie wir den bauen sollen, wie der denn im Endeffekt aussehen soll. Wie sieht denn bitte nochmal ein Helikopter aus? Boah, ich baue hier vorne einfach so eine Schnauze hin. Das haben die ja meistens hier so. Warte mal. Hier vorne so eine Runde. So, sowas hier. Warte mal. Oh, das könnten wir echt gut gebrauchen jetzt, ne? So, hier, guck mal hier. So, zack. Das passt eigentlich zu Helis. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, guck mal, das ist so die Spitze vom Helikopter. Links, rechts, zack. Und dann baue ich hier... Ey, das wird geil. So eine... guck mal, so eine, dass wir auch landen können und so. Wisst ihr, so eine Kufen. Ja, Mann, guck mal, dass wir auch richtig geil landen können und so. Es sieht doch voll geil aus. Dieses Haus, wo die Piloten drinnen sitzen. Das hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen weiter nach vorne bauen sollen. Bam. Ja, ja. Gut, jetzt gucken wir mal, ob das Ganze aber auch fliegt. Nicht, dass wir uns hier jetzt schon ein bisschen verschätzt haben. Hier vorne einen Propeller hin. Und hinten einen Propeller hin. Oh, jetzt bin ich gespannt. Warum dreht sich denn alles mit? Das ist doch scheiße. Da soll sich nicht alles mitdrehen. Rotierende Servo, Leute. Ja, sowas brauchen wir doch, ne? Bam, 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 hier auf die rotierende Servo rauf. Ich hoffe jetzt, dass sich nicht alles mitdreht. Oh! Oh. Was ist das? Hä? Ich glaube, der hat eine scheiß Gewichtsverlagerung. Kann das sein? Oh Gott, aber ich glaube, ich habe jetzt eine andere Idee. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen was anderes bauen. Und zwar so ein Hubschrauberflugzeug. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, jetzt sieht das Ganze schon mal viel, viel professioneller aus. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Hallo? Ey! Ich glaube, ich drehe durch. Ey, das letzte Mal, dass ich so einen Helikopter gebaut habe. Ich muss euch leider ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde die Challenge heute verlieren. Bau doch einen Helikopter. Helikopter bauen ist einfach. Total easy. Ja, geil. Was ist das? Hör doch auf, dich zu drehen, ey! Ich sag euch ehrlich, ich habe die Vermutung, ich baue irgendwas falsch. Juhu! Ja, Leute, jetzt geht's!
Oha! Wir haben den fliegenden Helikopter! Wie cool ist das denn? Warum? Ist egal, Freunde. Ich sag euch ehrlich, wir werden das jetzt so nehmen. Und ich werde den jetzt auf Optik bauen. Ich werde das jetzt wirklich auf Optik noch raushauen hier. Dass wir eine Chance haben. Hier kommt so ein bisschen Ladefläche für ein Flugzeug. Das ist so ein Transportflugzeug, werde ich einfach sagen. Hier vorne machen wir noch so zwei Schilder rein, dass sie wissen, oh, stopp. Bam. Hier. Ich finde, von vorne sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Das muss ich noch irgendwie fertig bauen. So ein bisschen scheibenmäßig, so als würde da so eine Scheibe drin sein. Guckt euch mal hier diese Windschutzscheibe an. Sehr, sehr geil. Dann können wir hier an der Seite vielleicht noch so Türen bauen. So, ich finde es eigentlich von vorne. Ja, warte mal, jetzt haben wir hier aber keine Sicht mehr. Scheiße. Ey, ich bin wirklich gespannt, was die anderen gebaut haben. So, fliegen tut er auch. Ihr seht's. Wie geil ist das? Also besser kann er auch gar nicht fliegen. So soll es sein. So fliegt ein Hubschrauber. Ganz klare Geschichte. So, hinten den Frachtraum, Leute. Den verkleide ich jetzt hier noch mit Schildern. Dass man da quasi nicht reingucken kann. Vorne kommen noch ein paar Lichter ran. Das ist halt so eine Transportmaschine, ne? So, jetzt machen wir mal einen Flugtest, ob der überhaupt noch abhebt, das Ding. Warum dreht er sich so? Das bockt doch gar nicht, Digga. Also, das ist ja... Guck mal, er dreht sich einfach weiter. Was ist das? Ich check's nicht, Digga. Ich sag ehrlich, ich kann alles gut bauen, aber keine Flugzeuge. Also, falls das jetzt mal jemand sieht hier, Flugzeughersteller, ich werde bei euch nicht anfangen. Das ist voll einfach, ein Flugzeug zu bauen. Mit Hubschrauber. Ja, voll einfach. Also, ich glaube, ich werde gewinnen. Meiner fliegt richtig gut. So, hey, Leute. Ah, hallöchen. Da ist die Truppe beisammen. So, hier sind wir alle beisammen. Na? Ich würde sagen, weil Brox ja immer hier der Streber in Trailmakers ist und bisher immer sehr überzeugt hat, kann Brox bestimmt auch das diesmal überzeugen. Deswegen, Brox, ich will mal dein Flugzeug sehen. Dein Hubschrauber. Also, Flugzeug haben wir ja nicht gebaut. Ich glaube, ihr habt zu viele Erwartungen, aber ich kann das natürlich gerne mal spawnen. Ey, Hilfe! Uiuiui. Ey, warte, das soll nicht umkippen. Okay. 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 Ich finde, das ähnelt eher so ein Raumschiff statt einem Helikopter. Nee, das ist ein Transporthelikopter. Das ist so ein Cargo-Bob. Ja, so ein Cargo-Bob. Aus GTA, Leute, kenne ich auch. Ich finde, optisch gesehen, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Ja, willst du mal mitfliegen? Ja, ich würde gerne mal mitfliegen. Leute, er wird bestimmt abgehen. Oha. Ja, warum lenkst du denn so komisch? Bro, warum dreht er sich? Warum lenkst du denn so komisch? Also, du sagst, der fliegt, lässt sich echt gut fliegen, ne? Ja, ich hab's irgendwie, ich weiß nicht warum, ich hab's nicht hinbekommen. Also, ich bin alles ausprobiert. Ja. Also, ich finde die Drohung ziemlich elegant, muss man dazu an der Stelle mal erwähnt haben. Ja, geiles Flugzeug, besonders auch mit den Hover-Dingern da unten. Also, ich muss sagen, das war noch eine Rettung. Das ist für mich einfach wirklich ein sehr, sehr baba Flugzeug. Spawn mal einmal neu hier. Ich muss sagen, optisch gesehen finde ich ihn sogar echt gar nicht schlecht. Gefällt er mir ganz gut. Erinnert mich wirklich an so einen Cargo-Bob. Ja, ist okay, ne? Also, ich hätte jetzt aber mehr erwartet von dir, Brock, sag ich ehrlich. Ja, ich war selber ein bisschen los. Also dann zeigt jetzt mal euren Helikopter. Bevor meiner kommt, würde ich sagen, gucken wir uns mal noch eine SU-Sign an. Ehrlich? Seid ihr wirklich bereit? Wieder ein Auto. Ich bin bereit, Leute, SU, komm. Ich dachte, wir sollten ein Auto bauen. Oh, nein, das war ja klar gewesen. Spaß. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Oha. Bro. Noch nicht einsteigen. Erstmal will ich hier meinen Helikopter demonstrieren. Ich dachte mir vorne natürlich den ganz normalen Propeller. Dann hinten habe ich überlegt, was soll ich nochmal ranmachen. Diese normalen Helikopter haben ja normalerweise solche Propeller links und rechts. Ne? Ja. Dann dachte ich, okay, kann ich damit vielleicht richtig lenken? Aber nein, Leute, damit kann ich nicht lenken. Ey, das ist halt ein geiler Kampfhelikopter. Ist halt geil aus der Optik her. Ja, Optik geht. Aber ich kann nicht lenken. Aua! Ey, lass mich auch mal fliegen. Ich will mal gucken, wie der sich fliegt. Ja, ich muss sagen, das ist natürlich, Leute, da wäre ich natürlich hier, ich das für mich entschieden haben. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ey, also das denkt sich ja gerade total scheiße.
Ich muss tatsächlich sagen, optisch finde ich nicht schlecht. Sieht halt echt aus wie so ein richtiger Kampfhelikopter. Ja, muss ich auch sagen. Ich hätte vielleicht vorne die Birne noch ein bisschen höher gesetzt. Das würde vielleicht cooler aussehen. Es kommt einfach nicht an meinen Helikopter ran, Leute. Jetzt kommt der heftigste Helikopter überhaupt. Oh. Oh, ich sehe schon kaum so ein Kümmelding. Okay. Nicht sein Ernst. Was? Nicht sein Ernst. Stani, ist das dein Ernst mit deinem Stoppschild oben? Digga, diese Babypropeller. Der ist für diese Babypropeller. Ey, guck mal, wie gut der fliegt. Was? Ey, er nimmt einfach Flugzeugpropeller. Bro, ich wusste gar nicht, dass es andere Propeller gibt. Was ist das für eine Scheiße? Lass mich mal gucken. Was? Ist das? Okay, aber ich komme hier gar nicht voran. Warte, achso, ich muss respawn komplett. Jetzt. Hey, Freundchen. Ja, fliegt doch. Was hast du dir dabei gedacht, Stani? Das sieht eher so aus, als ob du, keine Ahnung, gleich Leute retten willst. Ja, das ist auch Transporthelikopter, Bro. Was sind denn die Beine überhaupt? Helikopter. Sind die Beine? Ja, die sind da unten. Also, Stani, ich sag dir ehrlich, ich bin enttäuscht von dir. Guck mal, wie geil der fliegt. Ich bin menschlich gesehen von dir enttäuscht. Warum? Dass du sowas baust, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, die letzten Mal hast du wirklich coole Sachen gebaut, aber diesmal bin ich wirklich von dir enttäuscht. Stellt mal bitte alle eure Helikopter hier auf. Ich will die jetzt mal bewerten hier, das kann ich nicht. Ich finde meinen ganz geil, sag ich dir ehrlich. Der sieht doch cool aus. Aber ich finde leider diesmal deinen Helikopter nicht so nice, muss ich dir ehrlich sagen. Also, wir fassen jetzt erstmal zusammen. Fliegen kann gar keiner. Fliegen kann gar keiner. Nee, ey, du hast dich eingeschränkt. Ey, sorry. Nee, so, also, das ist meiner. Also, das ist schon mal ganz cool, dass wir so verschiedene Looks gemacht haben. Ja. Also, SEO sieht aber echt gut aus, muss ich sagen. Ja, also, ich muss wirklich auch sagen, meinen würde ich 6 Punkte geben. Meinen würde ich 5 Punkte geben. Brock sein würde ich 8 Punkte geben. Und SEO sein würde ich 8,5 Punkte geben. Würde ich genauso unterschreiben. Okay, ich würde meinen 7 Punkte geben, Stanis würde ich 4 geben. Ey, übertreib dich, Digga. Schade. Brox würde ich 6,5 geben. Ja, na gut. Dann ist der Gewinner in der heutigen Folge leider SUSU. Du hast das erste Mal gewonnen. 500 Euro, Bro. Ja, let's go. Gönn dir. Ey, Leute, das war das letzte Mal, dass wir den Helikopter auf euch in den Kommentaren gehört haben. Checkt Brox, checkt SUSU. Erster Link unter der Beschreibung. Das war's gewesen, Leute. Tschö mit Ö.